Die Südtribüne ist das Herzstück von Borussia Dortmund. Mich als Dortmund-Fan ohne die Süd, das ist schwer vorstellbar. Ist ja wie eine Ehe. Wenn man richtig ein Fan ist, dann gibt's nur die Südtribüne. Das Leben spielt doch auf der Südtribüne. Die muss unter Denkmalschutz gestellt werden, wenn sie das nicht schon ist. Die Südtribüne macht diesen Verein ja einzigartig. Wir haben 25.000 Stehplätze. So viel passen auf der Südtribüne. Man kann sich das nicht vorstellen. Es ist eine Riesenwand. Soweit ich mich erinnern kann, betrete ich das Westfalenstadion nur durch die Nordtribüne und dort durch den ganz rechten Eingang. Das hat sich bei mir so eingebürgert. Hi. Na, alles klar? Die Ordner kennen mich, wenn die mich schon sehen, dann wissen die eigentlich schon, sie müssen mich nicht abtasten. Natürlich machen sie es trotzdem, Ordnung muss sein. Aber was hast du denn schon wieder alles da drin? Alles wie immer, ne? Zaunfahne, Doppelhalter, alles was so dabei sein muss. Naja. Einer muss es ja machen, ne? Ja, mach mal. Jo, bis später. Mein Name ist Fabian Ludwig, in der Fanszene als Borsti bekannt. Beruflich bin ich Holztechniker und soweit es geht, bin ich bei allen BVB-Spielen dabei. Wir spielen ja heute gegen Mainz und ich tippe ganz bescheiden, also ist eigentlich meistens so, bei mir ein 1-1. Wenn einige sagen, okay, da muss mehr kommen und Champions League und sowas, aber ich versuche da mal ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben und ich denke, dass wir hier heute ein 1-1 holen. Und dann soll es ausreichen. Ich gehe zuerst zur Westtribüne, hänge dort meine Zaunfahne auf. Das dauert. Wer mich da beobachten würde, der würde wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Das ist wahrscheinlich an Gründlichkeit nicht zu übertreffen. Bis die Fahne wirklich hängt und die letzte Falte raus ist und der letzte Knoten drin ist. Und wenn ein normaler Mensch denkt, die Fahne hängt doch endlich, dann werden unten nochmal Bändel gespannt und dass er wirklich straff ist. Und dann an den Seiten, der letzte Zentimeter wird mit Klebeband nochmal gestrafft. Das kann schon mal 20 Minuten beanspruchen. Die Zaunfahne, das ist für mich ein Treue-Symbol für Borussia Dortmund, indem ich halt eben zeige, ich bin da. Und das ist halt so. Also ich weiß auch noch genau das erste Mal, wie mich mein Vater als kleiner Stöpsel mitgenommen hat. Ich kann mich an Spielszenen überhaupt nicht erinnern, aber ich weiß noch die Südtribüne. Wie die Menschenmassen hin und her wogen und die Lautstärke, dass ich in der Halbzeitpause schon nach Hause wollte. Aber ich habe da was gesehen, was mich in dem Moment beängstigt hat und dann bin ich dran kleben geblieben. Mein Vater hatte ein Fotoapparat im Auto liegen, habe ich auch mit reingenommen ins Stadion. Und alle Bilder, die nachher beim Entwickeln bei rausgekommen sind, nonstop von vorne bis zum Ende nur Südtribüne. Ich glaube, das ist es, was den Fußball so für mich interessant gemacht hat, unsere Südtribüne. Haben Sie noch 3,30? Mein Name ist Ute, ich bin 57 Jahre, bin von Beruf Sachbearbeiterin im Rechnungswesen und bin mittlerweile seit 11 Jahren auf der Süd. Mein Vater war ein Fußballfanatiker, meine Mutter ein Fußballfan und ich habe das quasi von Geburt mitbekommen. Cola und Frikadelle. Ich habe 1976 dann einen Mann kennengelernt, der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. 1980 einen Sohn bekommen, der auf seinen Vater rauskommt.
sich auch nicht für Fußball interessiert. Aber 82 dann eine Tochter und die hat das Fußballgen geerbt. Das fing schon im Mutterleib an. Sie ist 82 geboren und zwar am 11. Juli. Und das war Weltmeisterschaftsendspiel. Deutschland gegen Italien. Hi. Hallo Olli. War ja ein Sonntag und den Donnerstag davor war dieses Halbfinale gegen Frankreich. Das war ein absoluter Krimi gewesen und ich habe mich also dermaßen hineingesteigert und aufgeregt, dass sich das auf das Kind übertragen hat. Und die Elfmeter, die da geschossen worden sind, hat garantiert meine Tochter geschossen, denn mein Bauch tat danach unheimlich weh. Und 10 Minuten vor Anpfiff zum Endspiel bin ich mit ihr auf dem Arm aus dem Kreissaal rausgekommen. So, Mahlzeit. Hallo, ich bin Heinz. Hi. Grüß dich. Ich bin Heinz Rutsch, 59 Jahre, war Bergmann, jetzt im Ruhestand. Ich bin mit 14 angefangen, habe unten im Streb gearbeitet, 1100 Meter tief. Aber da ich ja dann aufhören musste wegen meinem Rheuma, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Man hat mich dann praktisch im Vorruhestand geschickt. Ja, ich war viel zu jung, ich war eigentlich noch voll in der Blüte gewesen. Mein Gott, ist aber nicht vom Dings, weil ich kein Alkohol gestern hatte. Die ganze Woche kein Alkohol gehabt. Im Gerichtsprozess ist es eigentlich so, dass wir füreinander da sind. Ob das der Grieche ist, ob das der Türke ist oder ich sag mal, wir haben Marokkaner gehabt, Italiener, Spanier, Koreaner gehabt. Wir haben alles gehabt. Und wir haben uns mit jedem gut verstanden. Das ist Herzhafte. Deswegen Bergleute unter sich sind auch eine ganz andere Rasse im Ruhrgebiet wie vielleicht andere Handwerksbetriebe oder irgendwas, die halten mehr zusammen. Was bin ich eigentlich hier für euch? Ich bin der Papa vom Block 81, sag ich mal so. Ich kümmere mich um die Leute, dass sie ihre Plätze hier alle bekommen, dass es hier keine Unruhe kommt. Dann gehe ich manchmal mit dem Ordner dazwischen und sage, pass mal auf, so geht's nicht, ihr müsst da ein bisschen räumen. Also ich kümmere mich eigentlich hier ehrenamtlich um, dass uns alle gut geht und dass jeder was vom Spiel hat. Die Kameradschaft von der Südtribüne ist zu vergleichen wie der Kumpel unter Tage, wie wir waren. Auf der Südtribüne ist jeder gleich, ob arm oder reich. Fällt ja gar nicht auf, ob einer ein Millionär ist oder links ist. Wir laufen alle gleich rum. Wir haben alle unser Trikot an und links, wir sehen alle gleich aus. Und so ist das unter Tage auch. Wir sind alle schwarz. Ist egal, ob der eine wirklich ein Schwarzer ist oder ein Gelber ist oder links. Wir sind alle schwarz, von der Kohle. Und dadurch sind wir alle gleich. Und das ist das Schöne dabei. Man trifft auf der Südtribüne wirklich jede Gesellschaftsschicht. Man sagt ja die schwarz-gelbe Wand. Jeder Fan ist ein ganz kleiner Teil und ist ein Stein in dieser großen Wand. Ach, Karin kommt schon. Was? Ah, unten, Karin kommt schon. Cool. Eins in Vanille. Danke. Und eins in Schokolade. Hi, danke, meine Süße, grüße dich. Da kommst du ja gerade richtig zur Verteilung. Ich liebe jedes Pfund an dir. Danke dir. Guck mal, mein Verlobter guckt schon ganz traurig. Hi. Grüßt euch. Okay. So, gutes Spiel und ein Sieg. Ne, das ist das Wichtigste. Ja, danke, danke. Tschüss. Okay, also müssen wir es dann so weit schnitzeln. Ich habe lange überlegt und gezögert, bei diesem Projekt mitzumachen und mich einer großen Öffentlichkeit zu stellen. Ich habe mich dann entschieden. Mein Name ist Karin Fehn, ich runde in diesem Jahr und bin BVB-Fan. Und diese Leidenschaft angefangen mit 17 Jahren.
Rentnerin bin ich leider zu früh geworden. Im Jahre 2002. Auf dem Nachhauseweg wurde ich Opfer eines schweren Raubüberfalles. Und saß dann ein Dreivierteljahr im Rollstuhl. Ich hatte die Kniescheibe gebrochen, Trümmerbruch, einen Muskelkapselabriss. Und dann stand das Schlimmste bevor. Ich musste operiert werden. Ich hatte wahnsinnige Angst. Und der Professor und der Stationsarzt haben sich bestimmt 2 Stunden Mühe gemacht, mich zu überzeugen, weil es nicht anders ging. Und ich habe mich dann nur operieren lassen, wenn man mir verspricht, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Guck mal, meine. Tja, und Borussia Dortmund wurde deutscher Meister. Die habe ich selber gemacht. Ja. Guck mal, die gefallen sogar den Männern. Bei mir müsste schon was Verheerendes dazwischen kommen. Also bisher war es so, dass ich die letzten 11,5 Jahre alle Spiele sehen konnte. Sprich, auch wenn eine goldene Hochzeit dazwischen kam oder es gab auch tatsächlich eine Beerdigung. Das sind natürlich dann Abstriche, ja, wo die Familie, Freundeskreis, Freundin, Bekannte, Verwandte dann halt leider auf der Strecke bleiben. Aber gut, ich werde ja nicht gezwungen. Und meine Freundin hat mich so auch kennengelernt. Sie wusste quasi, auf was sie sich einlässt. Ich fand es natürlich super, dass es überhaupt eine Freundin gibt, die sowas akzeptiert, gerade weil es vielleicht übertrieben wirkt. Ja, ich schätze das natürlich sehr und das würde auch nicht jede Freundin machen. Hi auch erstmal. Hi, wie geht's? So viel Zeit muss sein, ne? Hörst du denn? Ach, gegen Malaga warst du ja auch hier, ne? Gegen Malaga? Das war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt ziemlich genau um die 1000 BVB-Spieler gesehen. Aber wie bei dem Malaga-Heimspiel. Ich hatte hier, ich weiß nicht, den kannte ich gar nicht, der steht sonst nicht hier, so ein Opa im Arm, der war wahrscheinlich um die 70 oder so, der hat geheult, ne? Der war so fertig mit dem Nerven. Und, aber das habe ich auch verglichen, so mit 2002, wie der Everton hier unten da das Ding da über die Linie mogelt und da war der Torpogo, der hat vielleicht 15 Minuten gedauert bis Abpfiff. Aber so intensiv, wie das gegen Malaga hier war, Wahnsinn, also das war schon richtig geil. Ich kann mich höchstens daran erinnern, hier so gegen La Coruña, weißt du? Warst du da schon hier? Ja, schon. Schon über 30 Jahre hier. Da war ich gerade 10 Jahre. Das habe ich mit meinem Papa zu Hause auf dem Sofa, auf dem Sessel saß mal da, haben wir das geguckt. Das war dann auch so ein extremer Teufel, ne? Aber das ist das war Wahnsinn. Also ich hatte 3-4 Tage keine Stimme mehr. Ne? Mal Probe schwenken, das gehört so quasi dazu. Ich heiße Tayfun Çelik, komme aus Istanbul. Ich bin 45 Jahre alt und seit 83 bin ich BVB-Fan und mit Vollblut immer dabei. Ich hatte von 1990 bis 2004 eine Dauerkarte für die Südtribüne. Ich hatte damals leider abgegeben und dann wollte ich unbedingt wieder auf die Südtribüne, aber war damals nicht möglich. Deswegen habe ich als Ordner angefangen, nur auf der Südtribüne stehen zu können. Als Ordner muss man verschiedene Aufgaben übernehmen, deswegen kann man das Spiel nicht durchgehend gucken. Aber allein die Nähe zur Südtribüne reicht mir schon. In der Türkei habe ich auch einen Verein, das ist Fenerbahçe. Ich wohne in Istanbul, 5 Minuten vom Fenerbahçe Stadion entfernt. Da haben wir auch eine Wohnung. Wenn ich kann, im Urlaub gehe ich auch zu den Spielen. Ja, ich habe auch heute ein Fenerbahçe Trikot an. So. Mein Herz schlägt auch für Fenerbahçe.
nicht nur für Dortmund, aber wenn Dortmund gegen Fenerbahce spielen würde, dann bin ich ein Dortmunder. Oh, tschüss. Mein Name ist Bruno Reckers. Bin 59 Jahre alt und fahre jetzt seit 48 Jahren zum BVB. Mein Beruf ist Spice Boy, das heißt, ich bin Gewürzmischer. Ja, was macht man da? Man bekommt so seine Rezepte und stellt dann da wie ein Kuchenteig halt die Mischung zusammen für Wurst, für Käse und sonstige Sachen. Ich komme aus einem kleinen Ort, Rönte bei Bechkam. Da war das so, dass 45% BVB, 40% Blau-Weiß und 10% war der Rest. So bin ich dann zu Borussia gekommen. Dann war 1963 das Finale gegen Köln. Das habe ich dann auch live im Fernsehen gesehen. Und seitdem ist um mich geschehen. Mahlzeit. Mahlzeit. Alles klar? Soweit ja. Aber gegen Real wird diesmal härter als in der Vorrunde. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Da fehlt hier nicht mal ein lockeres 2-1 und unentschieden in Madrid. Ah, das wird eine andere Nummer. Das da müssen wir alles geben. Aber wenn uns das gelingt, ich glaube, da kann uns auch Barcelona nicht mehr stoppen. Ich sag, mir ist das scheißegal, gegen wen wir im Finale gewinnen. Ich bin eh nicht in London. Wenn wir weiterkommen, weiß ich, dass wir den Cup holen. Nur scheiße, dass ich nicht Kohle habe, um dahin zu fahren. Oh, das ist scheiße. Ich heiße Thorsten Eschenbacher, bin 31 Jahre alt, Kfz-Service-Diagnosetechniker, komme aus Duisburg, verheiratet zwei Kinder, 1 und 4. Jungs, tut mir leid. Als ich 3 Jahre alt geworden bin, haben meine Eltern mir Fußballschuhe gekauft zum Geburtstag und mich im Verein angemeldet. Ja, und seitdem spiele ich Fußball. Ja, Mann. Alles gut, Junge. Mit 18, 19 war ich im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Ich meine, das war damals die besten 60 Spieler. Dann ein Angebot gab, dass ich mitfahren soll ins Trainingslager nach London. Und habe mich auch eigentlich schon gefreut. Ne? Guck mal, die haben gar keine Putze mehr hier in Dortmund. Das ist doch alles von Malaga hier. Hatte mich dann im Training dann Schien- und Warnbeinbruch zugezogen. Das hieß ja, dass ich da nicht fit werde und dass ich auch nicht mitfahren kann ins Trainingslager. Und eventuell auch genommen zu werden und eine Ausbildung zu bekommen, im Internat zu sein, hat sich die Chance dann eben vertan. Und danach hatte ich immer ziemlich viele Probleme mit meinen Sprunggelenken, mit den Bändern. Also ich hatte diverse Bänderrisse links, diverse Bänderrisse rechts. Dann hatte ich einen Schleimbeutel im rechten Knie. Ein Handgelenk hatte ich mal angebrochen durch Fußballspielen. Die Nase angebrochen durchs Fußballspielen. Ja, wie soll ich das sagen? Da bricht ja auch so eine kleine Welt dann zusammen. Manchmal denkt man immer noch zurück, ne? Aber gut, so ist das Leben, sag ich mal. Und zurückdrehen kann man leider nicht. Eins, eins, das bleibt bestehen. Mein Name ist Matthias Vetter, ich bin 32 Jahre alt, bin Mathematiker, arbeite im Augenblick als Professor an der Universität Mainz, forsche da zur Statistik und unterrichte halt die Studierenden und ich gehe zu Borussia, seit ich 6 Jahre alt bin. Für mich macht die Südtribüne aus, dass es ein Gemenge von verschiedenen Personen ist, die sich alle in den 90 Minuten auf das Ziel fokussieren, dass Borussia das Spiel gewinnt. Also es hat natürlich was Proletarisches. Ich gehe da auch aus mir raus, wie man das vielleicht von Akademikern gemeinhin nicht erwarten würde. Aber das ist natürlich auf diese 90 Minuten beschränkt. Und in den Minuten zählt irgendwie im Prinzip nur Borussia. Und dass man da mit verschiedenen Menschen auf einem Haufen ist, das macht dieses Gefühl auch aus, irgendwie in diesem Verein zusammenzustehen. Über alle Klassen, Schranken hinweg. Da ich meist ziemlich spät ins Stadion komme, 4:15, 3:20 erst auf dem Block bin, halten die oben schon mal einen Platz frei, der kommt gleich noch.
Ich stehe Block 14 direkt über dem Eingang. Man ist in etwa auf der Höhe der 16-Meter-Linie. Optimale Sicht eigentlich. Neben mir ist ein Fanclub. Die haben dann auch ihre Kinder teilweise mit. Auch Ehefrauen haben sie dabei. Und hinter mir stehen viele Schwule. Einer wohnt auch bei mir in der Nähe. Mit dem fahre ich dann teilweise auch mit dem Auto oder mal mit dem Zug zusammen. Und ich habe mit dieser ganzen Truppe da überhaupt keine Probleme. Grau ist im Leben alle Theorie. Aber entscheidend ist auf dem Platz. Mein Name ist Norbert Dickel, ich bin 51 Jahre alt, habe aktiv Fußball gespielt beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund. Mein größter Erfolg war sicherlich 1989 der Gewinn des deutschen Pokals in Berlin mit einem 4:1-Sieg über Werder Bremen. Im Moment bin ich unter anderem tätig als Stadionsprecher bei Borussia Dortmund. Ja, verehrte Besucher der Signal Iduna Park, herzlich willkommen heute beim 30. Spieltag bei unserem Spiel gegen den FSV Mainz 05. Zuerst möchte ich unsere Gäste aus Mainz ganz herzlich hier im schönsten Stadion der Welt begrüßen. Hallo. Und besonders begrüßen möchte ich natürlich wieder alle Fans aus nah und fern. Wieder ein ausverkauftes Haus, wieder über 80.000 Zuschauer. Ich begrüße die besten Fans der Liga. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Irgendwann kommt ja der Moment, wenn ich dann vor die Südtribüne gehen darf, dann ist das immer noch ein ganz besonderes Privileg für mich. Also so empfinde ich es. Es ist was ganz Besonderes. Ich bin jedes Mal nervös. Das macht mich jedes Mal rappelig, vor diesen Fans zu stehen. Und ich schaue einfach auf die Südtribüne und sehe keinen einzigen Menschen. Dann müsste ich fokussiert auf einen schauen. Und das mache ich nicht, weil mich das wieder nervös machen würde. Viele sagen ja, ach, du machst das doch ganz routiniert. Wenn ich routiniert werde und nicht mehr nervös bin, dann höre ich auf. Und hier ist die Mannschaftsaufstellung. Spieler dabei mit Schlengereck, Moritz Leitner, Kevin Großkreuz, Oliver Kirch, Julian Schieber, Philippe Santana und Leonardo Bittencourt. Trainer von Borussia Dortmund ist natürlich unser Jürgen Klopp. Jawohl. So, und jetzt lasst uns Gas geben. Die drei Punkte bleiben hier. Mein Name ist ja Norbert, das wissen ja der eine oder andere, weiß das ja gar nicht. Irgendwann bin ich vereinnahmt worden. Dann hat der Dortmunder gesagt, das ist unser Nobby. Worüber ich mich sehr freue,
und mich auch geehrt fühle, aber Norbert sagen die allerwenigsten zu mir. Es ist auch so, dass mich keiner sieht in Dortmund. Auch wenn ich in ein Geschäft reingehe und frage nach der Jacke, dann sage ich, ja, Nobby, da müssen wir mal gucken. Ich bin unser Nobby und das macht mich in so einer großen Stadt wie Dortmund sehr, sehr stolz. Für Süd stehst. Das, boah, du warst ja auch ein guter, flinker. Damals, ich glaube, wir haben 180 Tore, davon habe ich 68 Tore geschossen. Aber weil ich eben so lange verletzt war, war ich dann abgemeldet und ja, ich meine, dann wünscht man sich schon mal einmal da unten gestanden zu haben, einmal hochgucken, wie dazu ist, da einzulaufen, Gänsehaut zu spüren. Ja, da fragt man sich schon, wäre das Leben anders verlaufen und jetzt ist es eben so verlaufen. Mein Name ist Oliver Ricken, ich bin 24 Jahre alt. Vom Beruf her arbeite ich in der Industrie. Ansonsten bin ich Mitglied bei der Ultrasgruppe The Unity, seit 2005 dort und seit mittlerweile knapp ein Dreivierteljahr auch Vorsänger der Südtribüne. Das erste Mal, als ich auf dem Vorsängerpodest war, war das natürlich Nervosität pur. Das ist ein Job, wo man nach und nach erst reinwächst. Also niemand geht da drauf und ist perfekt. Man lernt unheimlich viel auch von der Tribüne, weil die Tribüne lehrt einen quasi auch. Also es kommt halt auch mal vor, dass man vielleicht was Unpassendes anstimmt und dann merkt man, dass es nicht so gut ankommt. Und dann denkt man beim nächsten Mal halt drüber nach, dass vielleicht ein anderes Lied zu der Situation deutlich breiter von der Masse getragen worden wäre als vielleicht das andere Lied. Ich heiße Patrick, komme aus Frankfurt am Main, bin 28 und Techniker vom Beruf, bin BVB-Fan seit 1994. Ich bin Mitglied von den Rainbow Borussen, das ist ein schwul-lesbischer Fanclub gegen Schwulenfeindlichkeit. Und am meisten im Fußball ausgeprägt ist es auch wie in der Gesellschaft, dass das Wort schwul einfach Synonym für Scheiße ist. Man hat an und wann mal, dass jetzt homophobe Sprüche kommen, so irgendwie jemand, ja, einen Gegenspieler als Wuchtel oder schwul bezeichnet. Ich wünsche mir, dass jeder willkommen ist auf der Südtribüne und im Verein, egal ob er schwul ist oder wo er kommt, welche Religion er hat.
2-0. Ja, geil, ne? Lewandowski-Tor fehlt noch, von daher muss sein, ne? Robert! Ja, mal Karte geben langsam. Ich kenne viele Homosexuelle. Die wissen, dass ich ein Hetero bin, die tun mir nichts, mit denen kann ich mein Bierchen trinken, kann mit denen quatschen, wie mit normalen Menschen auch. Sind ja auch normale Menschen. Ich habe dann nichts mit zu tun, wenn der abends mit wem der in eine Kiste springt, ich bin ja nicht dabei, das ist mir doch egal. Sich nur wünschen, dass dieser soziale Umgang im Alltag wäre, wie er halt eben auf der Südtribüne ist. Ich hatte mal ein Portemonnaie einstecken und weite Seitentaschen. Das Portemonnaie ist mir zweimal rausgefallen. Und dann habe ich einen Nebenmann von mir, den kannte ich nicht, den habe ich gefragt, ob er mein Portemonnaie einstecken könnte bis zum Spielende. Das ist einfach das Vertrauen aus dem Nichts raus. Bei mir ist es selbst zweimal passiert. Da habe ich einen Rucksack auf der Südtribüne stehen lassen. Beim nächsten Heimspiel, da kommt mir jemand entgegen und sagt zu mir, hey, hast du beim letzten Heimspiel was vergessen? Und dann zieht er was hinter seinem Rücken raus. Ja, und dann war der Rucksack auf einmal zurück. Ich habe keine Probleme damit, Beleidigungen gegenüber gegnerischen Spielern zu brüllen. Aber wenn es dann rassistisch wird oder wenn es sexistisch wird, dann fällt bei mir halt eine Schranke. Und die fällt bei mir immer und die fällt so jederzeit. Und das mache ich im Stadion halt auch nicht mit. Ansonsten brülle ich auch alles, worauf ich so Lust habe zu brüllen. Ich bin dann emotional komplett dabei und dann brauche ich halt in der Regel auch einen kleinen Kreis um mich herum von Leuten, die genauso emotional voll dabei sind. Hey Bayern! Bayern! Ricardo! Marco! Hey! 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 Ja, Mann! Der Reus ist ausgeholt. Wir waren damals 16 Leute, haben uns in einer Gartenanlage beim Freund getroffen und dann haben wir erstmal nach dem Namen geguckt. Den besten haben wir dann genommen, Ruhrporters 09, weil da einmal der Ruhrpott und Supporters drin ist. Ja, 09 eben für Dortmund. Haben uns dann bei der Petra angemeldet, das ist eine Fanbeauftragte. Ja, und dann sind wir jetzt ein Fanclub, mittlerweile von 25 Leuten. Unsere eigenen Jacken, das war damals auch ein Thema, weil ich finde, dass die Süd ein bisschen schwarz geworden ist. Und wir wollten dann eben ein bisschen auffallen und haben uns dann gelbe Jacken gemacht, gelbe Poloshirts mit unserem Schriftzug und Logo eben drauf. Leben als Bergmann war praktisch genauso intensiv wie in der Südtribüne bei Borussia Dortmund. Was mir wehgetan hat, ist eben abrupt, mich in Vorwurf schon zu schicken. Heute zu Hause zu bleiben. Am Anfang war es ja noch schön. Da sagt man, ja, ist gut, man hat so 4 Wochen Urlaub. Aber dann wurde es immer länger. Ich habe nur genörgelt. Aber dann habe ich natürlich mich dann wieder mehr für die Partei engagiert. Also ich bin ein Roter. Ich bin SPD. Bin ich auch stolz drauf, auch wieder reingewachsen durch meine Eltern, durch Opa, Oma. Das sind alles Genossen gewesen. Ja, und dann kam Borussia. Dann habe ich natürlich auch Aktien, was jeder Borussia eigentlich gemacht hat. Der Hardcore ist, also der zur guten Szene gehört, hat eigentlich seine Aktien. Außen, ja normal, ja. Hey!
habe circa ein Dreivierteljahr im Rollstuhl gesessen und ich hatte dann diesen Arzt gefragt, ob ich ins Stadion dürfte. Er sagte, Frau Fehn, in Ihrer jetzigen Situation und alleine für Ihre Psyche wäre es ganz toll, Hut ab, dass Sie dahin möchten. Ah ja, und dann starten wir. Und dann kamen wir in das Stadion, dann kam ein Ordner an und sagte, ich bringe Sie zu den Behinderten. Ja, und da habe ich dann gesessen, bei den Behinderten. Und neben mir war mal ein ganz, ganz schlimmes Schicksal. Es war ein junger Mann, der hatte überall Schläuche und auch am Tropf. Und als dieses Spiel dann zu Ende war, habe ich nur zu ihm gesagt, du musst nicht denken, dass ich Mitleid mit dir habe. Ich habe den größten Respekt und die größte Hochachtung für dich, dass du auch noch so lebensbejahend bist, dass du hier noch herkommst und damit du dich immer an den Verein und vielleicht auch ein bisschen an mich erinnert. Ich möchte dir diesen Schal schenken. Und er konnte nicht antworten, aber ihm liefen die Tränen so runter. Sie sind alle mit Torgeschmack. Muss du aufpassen, dass du nicht verschluckst. Kommt er an den Ball? Nein, da ist Svensson zwischen. Aber was für ein Pass von Mats Hummels. Reus, der lange Ball nach vorne. Sehr schön gemacht. Und der Pass in die Mitte auf Kuba. Der hat jetzt ein bisschen Platz. Kuba auf Lewandowski. Nein! Scheiße, wenn der Elfmeter gewesen war. Der Robert war vorbei, war zack, Elfmeter war. Aber war kein Abseits. Nein, hätte er falsch müssen. War Abseits. Nein, war Abseits. Es war Abseits. Er sagte, es war Abseits. Florian Mayer sagte, es war Abseits. Und Wettklo, war doch mal was, der muss immer Theater machen. Er hat schon die falschen Farben an den Handschuhen. Der Wettklo ist doch ihn, also der hat doch früher für Schalke gespielt. Das ist ein blau-weißes Arschloch, ein blau-weißes Arschloch. Was macht der jedes Mal? Jedes Mal! Jedes Mal! Ich habe nur darauf gewartet, dass er sich jetzt rumdreht, auf die Süd zukommt und dann wieder provoziert wie beim letzten Mal. Dann soll er irgendwie wieder eine Gestik bringen. Aber das ist immer die gleiche Scheiße. Christian Wettklo ganz herzlich hier von der Süd begrüßen. Man hat mich Taifun genannt, weil ich in einer stürmischen Nacht geboren bin, in Sivas in Anatolien. Da sind die Dächer von den Häusern weggeflogen wegen dem Sturm. Deswegen hat mein Opa mich Taifun genannt. Seit 2004 habe ich den Ordnerjob auf der Südtribüne angefangen. Block 12 unten im Tunnel ist mein Arbeitsplatz. Mein Name passt auch zu der Südtribüne, für die Stimmung, die da herrscht. Das ist orkanmäßig. Da sind auch die härtesten und die liebsten Fans, wie ich meine. Die sehen hart aus, aber die Ultras sind Menschen, die nur für Fußball leben. Bei jedem Spiel, bei jedem Wetter sind sie immer da und unterstützen ihre Mannschaft mit Vollblut.
glaube, ein Ultra unterscheidet sich noch nicht mal mehr großartig von einem richtig aktiven Fan. Wichtig ist, dass man den Verein halt auch unter der Woche lebt. Das heißt, man organisiert was, man bindet Leute an sich. Man versucht, den Verein Borussia Dortmund einfach voranzutreiben. Das macht einfach Ultra aus. Man versucht, den Fußball so zu erhalten, so wie er ist. Man ist gegen Sitzplätze, man setzt sich für Kartenpreise ein, man setzt sich für faire Anstoßzeiten ein. Auch wenn das immer sehr viel nach Gemeckere aussieht, ist es halt unheimlich wichtig, dass man solche Denkweisen und solche Projekte anstoßt. Mit den Ultras ist einfach nur super, diesen Kellerbauten. Die Ultras machen die ganzen Choreografien und alles. Alleine schon die Stimmung, die Explosion der Fans ist einfach nur Hammer. Deswegen liebe ich die Südtribüne so. Ich würde nicht sagen, Ultras sind Krawallmacher. Das sind die Hardcore-Fans. Die sind das Herz der Südtribüne. Die geben den Ton an. Hatte ich Steffi kennengelernt. Steffi ist ein Mitglied im BVB-Fanclub Schwerte Ärgste. Steffi hat mich eingeladen. Ich könnte ja auf der Südtribüne im Block 13 bei Schwerte Ärgste mal vorbeigucken. Ja, und dann schon nur der erste Blickkontakt. Da stehen auf einmal 15 bis 20 Kuttenträger vor mir. Ich jetzt mit meinen 16, 17 Jahren auch Kutte an und wurde ich direkt aufgenommen wie so ein kleiner verlorener Sohn. Und wusste schon, wow, also sollte ich mal auf der Südtribüne festen Stehplatz haben, das wäre genau da, Block 13, genau da, wo dieser Fanclub Schwerte Ärgste steht. Und heute, 15 Jahre später, stehe ich genau auf demselben Quadratmeter wie früher. Fängt es an, dann, wenn sie alle hüpfen und dann breitet sich das aus. Ja, es ist schon gigantisch. Und man merkt auch, dass die Tribüne dann bebt. Mein Gott, ey! Die Abseitsfalle funktioniert!
Für uns beide war das kein Abseits. Aber der hat die Fahne hochgehabt. Ja. Das Altersheim muss zusammenhalten. Ja, genau, das Altersheim hält zusammen. Hey! Mach! Oh, jawohl! Minuten auf der Tribüne merkt man keine Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Schichten und den Ausbildungshintergründen und den Einkommenshintergründen. Man geht zu Borussia, man steht dort auch bei diesen Stehplätzen, was natürlich auch irgendwie bedeutet, dass das natürlich auch Plätze sind, die sich fast jeder leisten kann in dieser Gesellschaft und eigentlich auch jeder leisten können sollte. Und entsprechend wird sozusagen keine soziale Selektion vorgenommen auf der Tribüne. Und insofern ist das wirklich eine der wenigen Zeiten in der Woche, ja, wo man das Gefühl hat, wir sind tatsächlich alle gleich. Es geht um Borussia und wir brüllen für Borussia und wir singen für Borussia und wir freuen uns, wenn Borussia gewinnt und wenn Borussia ein Tor schießt, liegen wir uns alle in den Armen und mir ist dann völlig egal, ob der Typ neben mir arbeitslos ist oder ob der Typ neben mir auch an der Universität arbeitet. Das spielt überhaupt keine Rolle. Insofern ist es vielleicht wirklich so, dass man in 90 Minuten eine heile soziale Welt hat, wo die Unterschiede zwischen den Gruppen nicht sichtbar sind oder dann halt eben nivelliert werden. Aber wenn man aus dem Stadion rausgeht, sind sie halt leider wieder da. Es sind viele Gruppierungen in der Südtribüne, die wir gar nicht so einordnen können, weil vielleicht 2-3 Chaoten da sind, die meinen, die müssten da ein Nazi-Zeichen oder irgendwas anderes machen. Die Leute gehören nicht zum Süden hin, das sind auch keine Fans von uns. Also das Problem mit diesen Rechtsradikalen ist ja, die stehen häufig einzeln und fangen dann an, sich als Rattenfänger zu versuchen. Und wenn man das merkt als halbwegs vernünftiger Mensch, sofort einen Ordner holen und raus damit. Sofort Papiere weg, Jahreskarte weg. Sowas brauchen wir nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei einem Spiel handgreiflich geworden bin. Da gab es ein schweres Erdbeben in der Türkei. Und beim nächsten Heimspiel gab es eine Schweigeminute. Und da hat halt der Typ, der an der Reihe vor mir war, gemeint, er müsse jetzt irgendwie gegen Türken wettern und diese Stille unterbrechen. Und da habe ich ihm tatsächlich eine Backpfeife gegeben. Ja, ich bin eigentlich nicht stolz drauf, dass ich handgreiflich geworden bin, aber das war irgendwie im Affekt, glaube ich, die einzige sinnvolle Maßnahme, damit umzugehen. Es gab ja Zeiten, da wurden Reichskriegsflaggen geschwenkt auf der Südtribüne. Ne? Solche Leute, die müsste man rausfischen. Wenn man die sieht, konsequent sein und weg damit. Ich bin Fußballfan, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Bevor ich mir eingestanden habe, dass ich schwul bin, da war ich ja schon Fußballfan. Für mich hat es nie im Gegensatz gestanden. Ich kenne keine schwulen Profifußballer. Also Mutmaßungen, Gerüchte, welcher Spieler schwul sein könnte, ja, interessieren mich nicht. Ich beteilige mich auch nicht daran. Natürlich muss das Tabu gebrochen werden. Aber im Endeffekt, ob ein Fußballspieler sich outet oder nicht, zum einen jedem selbst überlassen. Ich finde es schade, wenn es von dem Verein tabuisiert wird, dass er eine Frau gestellt bekommt und wenn sich ein Fußballspieler verstecken muss. Es sollte einfach egal sein, was er in seinem Privatleben und seinen eigenen 4 Wänden macht. Ich habe so viel erlebt mit unserem BVB, so viel Schönes und so viel Dramatisches und so viel Schlechtes. Und wie er den wieder genommen hat, das machen halt nur Weltklasse-Stürmer. Angenommen, kurz geschaut, geschossen und 20 Zentimeter neben das Tor. Also das ist Robert Lewandowski und wir wünschen uns natürlich auch, dass er auch heute wieder sein Tor macht. 1989, der Gewinn des deutschen Pokals in Berlin. Das war sicherlich ein Spiel, was mein Leben vollends verändert hat, auch den Rest des Lebens. Danach konnte ich leider nur noch 6 Spiele machen und das war quasi das Ende der Geschichte. Er hat ja praktisch seine Karriere für den Verein geopfert. Er war verletzt
und war unser einziger Stürmer und unsere Hoffnung. Er hat sich fit spritzen lassen, hat alles Mögliche versucht, um für dieses eine Spiel fit zu werden. Er hat es geschafft, hat 2 Tore geschossen und die Verletzung ist anschließend wieder aufgebrochen und war so schlimm, dass er danach seine Karriere beenden musste. Da war ein Foul zu sehen, das hätte man pfeifen müssen. 2-3 Dortmund dazwischen. Jetzt über die rechte Seite. Bisschen, bringt den Ball in die Mitte. Weiter. Such die Chance, die Kinder. Ja, weiter. Komm, komm, komm. Auf die Dini. Ja. Weiter. Was pfeift denn jetzt schon wieder? Pfeift jetzt Halbzeit oder was? Mitten im Gewühl, da pfeift der ab. Der hat es auch nicht erlaufen lassen. Du. Aufpass. Da fehlt der Netzlo. Wann will der Netzlo denn jetzt schon wieder da, Alter? Ist der eigentlich bekloppt oder was? Kannst du das verstehen? Nee. Was ein Arsch, ey. Mann, schmeiß ihn einfach runter! Ich weiß gar nicht, was soll. Den will ich nur nachträglich bin ich irgendwie. Der ist ein Arschloch, der Torwart. Voll schlimm, ey. Egal, 1-0. 1-0 ist blöd, ey. Also das gibt wieder eine Brandrede in der Halbzeitpause. Das gibt nur noch Wetter. Boah. Globo wird toben. Ja. Ihr wollt natürlich wissen, wie es auf den anderen Plätzen aussieht. Hier sind die Halbzeitergebnisse. Leverkusen, Hoffenheim 2-0, Hannover, München 0-3, oh wei, oh wei. Hamburg, Düsseldorf 2-1 und Frankfurt gegen die Blauen 1-0. Den Kleinen kenne ich schon. 4 war es höchstens, ne? Hat er immer hier drauf gesessen und gerufen, 11 Meter. Und heute ist er größer. Der guckt mir heute schon über die Schulter. Jetzt wollen wir uns noch einmal die Höhepunkte der ersten Halbzeit anschauen. Es ging ja direkt gut los in der ersten Spielminute. Nach 33 Sekunden schon die 1-0-Führung durch Marco Reus. Zwischendurch hatten wir 75% Ballbesitz. In der 15. Spielminute dann eine Möglichkeit für unseren Abwehrspieler, für Neven Subotic, der macht alles richtig. Ich heiße Anna-Katrin, meine Mutter ist Thailänderin, mein Vater Deutsch. Ich bin 20 Jahre alt, bin hier in Dortmund geboren und ich bin BVB-Fan, seit ich laufen kann sozusagen. Ja, das war's anscheinend schon. Mein Lieblingsspieler ist der Mario Götze, natürlich, weil er mein gleichen Alter ist und weil ich ihn halt niedlich finde. Also das Haus, wo ich arbeite, ist unser BVB-Haus auf der Linienstraße. Ich habe das in meiner Zeitung gesehen und ich wollte direkt in das Haus 24, da das ja schwarz-gelb angestrichen ist. Ich glaube, da steht sie sogar mit am Fenster. Weil unser Chef selber ist auch Borussen-Fan. Da arbeitet die Anna oben am Fenster und ich arbeite ja da in der Küche. Das ist die Anna. Nach der ersten Meisterschaft ist das Haus ja so angestrichen worden. Und da sind also schon sehr viele gekommen. Und speziell in dieses Haus, weil es halt schwarz-gelb angestrichen ist. Sind aber auch welche gekommen und haben gesagt, da gehe ich nicht rein, ich bin Schalke-Fan. Haben wir auch schon gehabt. Jeder könnte ein Kunde sein von mir hier. Aber ich finde auch privat und beruflich könnte man, muss man auch einfach nur auseinanderhalten. Also beim Fußball ist man Fan und wenn man auf der Linienstraße ist, dann ist man Kunde. Normal. Ganz tolle Geschichte. Und heute sammelt die TU für ihre Choreokasse. Die Choreografie letzte Woche gegen Malaga. Das war eine der schönsten, wenn nicht die schönste, die ich jemals auf der Welt gesehen habe. Und sowas möchten wir natürlich gerne hier wieder im Stadion sehen. Heute sammelt die TU für ihre Choreokasse. Spendet ihnen was. Wir sammeln Geld dafür, arbeiten daran.
und probieren dann halt dem Verein, der Mannschaft so ein Geschenk dann zu machen. Und dafür braucht man natürlich Geld, logischerweise. Die Kassen sind leer. Wir haben jetzt halt letzte Woche die Malaga-Choreo gemacht oder hier auch die Wolfsburg-Choreo. Und wir wollen sowas natürlich auch nächste Saison wieder machen. Und dafür sind wir halt auch auf Spenden angewiesen. Also wir finanzieren das komplett alleine, wir arbeiten da komplett dran alleine. Wir wollen auch gar keine finanzielle Unterstützung haben vom Verein, sondern es ist halt ein Ding von der Südtribüne, vom Stadion, vom Westfalenstadion, halt an den Verein. Und da vom Verein, das also kommt gar nicht in Frage. Ich denke mal, es geht so bei 5.000 bis hoch zu 15.000 Euro. Arbeitskosten kommen natürlich nicht dazu. Das ist natürlich unsere Freizeit, unser Leben, was wir natürlich dafür gerne dafür investieren. Und es sind rein Materialkosten. Was hast du denn gemacht? Was, wie, was? Im Krankenhaus. Wo Blutdruck gehabt? Ja, das hab ich auch. Ich hab übernommen, das war's. Ach so, ach, trinken. Ich trinke jetzt viel alkoholfrei. Ich trinke mal Bier, ich gehe zwei, aber dann setz ich wieder aus. Ja, ich mache ja zur Zeit auch. Ich mach, ja, bringt nichts mehr, das macht der Körper nicht mehr mit. Hilfst du noch am Wochenende? Nein, das macht der Körper auch nicht mehr mit. Nein. Mach ich dir irre. Da ist doch was drin. Ich habe Dauerkarte, Mietoption, Auswärtsdauerkarte, ich habe alles. Bist du verheiratet oder? Ja. Ja. Was sagt deine Frau? Du bist ja mal zuerst dran, ne? Ach, da bist du mal zuerst. Okay, ja. 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 Ja, aber so ist er nur. Ja, die hat sich dran gewöhnt jetzt. Ab und zu kommt sie auch mal mit. Aber wenn ich die mitbringe, dann schleuse ich die mal da oben zu Bekannten auf Sitzplätze. Mein Vater hatte das Hobby Campingplatz und wir Fußball. Das war unser Ausgleich. Klar versucht man den Vater zu überzeugen, Fußballfan zu werden, aber das Interesse war einfach nicht da, leider. Mein Mann, der war Industrieanstreicher und an der Ruhrtalbrücke, da wurden die Pfeiler saniert. Und er hat mit seinen Kollegen einen Betonschutzanstrich aufgebracht. Da ist ein Seil gerissen und die Bühne ist auseinandergebrochen. Er ist mit noch einem anderen abgestürzt. Und er hat diesen Absturz nur 3 Stunden überlebt. Die Anfangsphase meiner Leidenschaft, da bin ich mit meinem damaligen Mann, der verstorben ist, ins Stadion immer hingegangen. Ich war immer ein sehr familienbezogener Mensch. Ich wollte Geborgenheit haben. Ich wollte Mutter sein. Ich wollte Oma sein. Naja, aber wie sagt man so schön im Leben, alle guten Dinge sind 3. Also ich war 3-mal verheiratet, bin es immer noch, aber nur auf dem Papier. Ich lebe mein Leben glücklich für mich. Liebe Besucher der Signal Iduna Park, nicht nur sportlich hat sich unser Verein in den letzten Jahren verbessert, nein, auch der Mitglieder. Oh, guck mal da, guck mal das Baby. Wir sind sehr, sehr stolz, heute bekannt zu geben, dass Borussia Dortmund inzwischen über 80.000 Mitglieder hat. Grund genug für uns, dem 80.000. Mitglied von Joshua Schüler, er ist 3 Wochen alt. Heute ein Strambler und Schnuller für den... Ist er der Kleine, wohl, ja genau. Santana. Schön gesehen. Ja, ich auch. Die Ehrung übernimmt heute unser Präsident Dr. Reinhard Raubal, Vizepräsident Gerd Pieper und unser Schatzmeister Reinhold Luno. Und der Pinto. So, schön gemacht. Alle Mitglieder für 80.000 Mal echte Liebe. Dankeschön. Verbunden bin ich mit dem Fanclub Schwerte Erkstedt mehr als je zuvor. Das ist teilweise mehr als eine Familie. Aber warum denn nicht so viel runterfällt? Ich habe E-Mail- und Handykontakt täglich, selbst heute Nacht. Also ist quasi so ein richtiges Leben miteinander daraus entstanden. Aus Dankbarkeit hatte ich mir damals überlegt,
Wir hatten so ein Knackpunkterlebnis. Wir hatten eine riesen Schwenkfahne, die vor dem Einlaufen der Mannschaft auf dem Rasen getragen wurde. Dann kam das UEFA-Cup-Finale von Borussia Dortmund bei Feyenoord Rotterdam im Jahr 2002. Dort ist unsere Fahne auf einmal aufgetaucht, wurde im Innenbereich vor der Fankurve geschwenkt, aber von niemandem aus unserem Fanclub. Und diese Fahne ist nicht wieder mit zurück nach Dortmund gekommen. Unsere schwerteärgste Schwenkfahne war weg. Da nähen aufgrund der Kutte so diese Handarbeit mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, habe ich gedacht, jetzt nähe ich eine neue Schwenkfahne. Und das habe ich dann auch in 4x4 Meter gemacht. Und diese Fahne, die ist heute noch auf der Südtribüne zu sehen. Ich denke auch, es ist mittlerweile mit eine der ältesten Schwenkfahnen, die bei Heim- und Auswärtsspielen regelmäßig dabei ist. Die Zuschauerzahl. Borussia Dortmund bedankt sich bei 80.645 Zuschauern. Ausverkauft. Auf geht's zur zweiten Halbzeit. Hoffentlich besser. So, jetzt will ich hier kein Tor sehen. Hier will ich kein Tor sehen. Meinetwegen wollen wir kein Tor mehr fallen. Doch. Doch, noch zwei Tore wären nett. Mein Name ist Klaas, bin 28 Jahre alt, durch meinen Vater BVB-Fan geworden. Der hat mich früher mit ins Stadion genommen. Beruflich bin ich Speditionskaufmann. Sehr wichtig für den Verein Borussia Dortmund. Ohne wäre der Verein 0815-Verein, so wie es in Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen der Fall ist. Es wäre nichts Besonderes mehr. Die Spieler, die brauchen diese Südtribüne, die brauchen diese 25.000 Leute im Rücken. Das hat man gerade gemerkt, als wir im Spiel gegen Malaga 90 Minuten komplett hinter der Mannschaft standen und die Mannschaft immer weiter nach vorne gepeitscht haben. Viele meinen, Fans könnten das Spiel nicht entscheiden, aber ich persönlich glaube, dass wir schon einige Spiele entschieden haben. Es gab eine Zeit, so 2-6, das ging uns nicht gut und dann lief es auch nicht gut. Klar waren die Zuschauer dann auch unzufrieden. Ne? Ob die Spieler jetzt dann Angst hatten vor der Südtribüne, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die waren ein bisschen gehemmt. Hatten sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben, wenn eben gepfiffen wird, wenn man gegen Bochum zu Hause 1-0 verliert. Ich glaube schon, dass Spieler Respekt davor haben, ne? Vor der Südtribüne. Wir wissen ganz genau, was wir an den Ultras haben. Warum sollen wir auch mehr Geld bezahlen? Ist klar, die Reicheren können es machen, wir aber nicht. Das arbeitende Volk im Ruhrgebiet ist nur ein arbeitendes Volk. Und die können sich keine Eintrittskarten mit Topzuschlägen von 50, 60 Euro erlauben. Das geht nicht. Und da machen ja auch Initiativen, die sind aber dann friedlich. Das sind ja friedliche Demonstrationen. Ultras sind einfach nur Leute, die den Verein lieben. Deswegen, man muss sie auch mal beschützen. Ungehemmtheit erreicht man nirgendwo anders als auf der Süd. Man könnte jetzt zwar noch im Wald gehen und da jemand rausbrüllen, aber da macht das auch nicht so viel Spaß. Ne? Also es ist ja nicht nur, wenn ein Tor fällt, auch das Anfeuern selber, wenn man merkt, boah, da geht jetzt noch ein Druck, man liegt vielleicht 1-0 zurück oder steht 1-1, 5 Minuten, gute Aktion.
Dann geht man richtig mit und dann kann man sich richtig verausgaben. Ich schreie genauso wie die Männer. Kein Unterschied. Die Frauen sind genauso wie die Männer. Wenn es früher 5% waren, würde ich ihn heute auf 25% Frauenanteil schätzen. Ist auch was Feines. Man muss tolerant sein. Warum haben die Leute im Verständnis von einer Frau Kette am Fuß von Küche zum Schlafzimmer und das reicht oder was? Das geht doch nicht. Das sind auch ganz normale Menschen. Also ich kenne Frauen, die gehen richtig steil ab, wenn ein Tor fällt. Da sind die Männer manchmal ein bisschen am Gucken. Wenn ich alleine bin mit den Jungs, dann wenn man unter sich ist, ist es halt eben so wie Jungs. Dann lässt man sich auch mal gehen, dann schüttet man auch mal das Bier nach vorne und man kommt mehr raus. Ne? Ja, man fühlt sich freier. Ne? Wenn man die Frau mit hat, dann überlegt man ja dreimal, was man jetzt dann eben macht. Ne? Ich war häufig Gast bei der Frauennationalmannschaft. Ich meine, das sieht ja schon teilweise nicht so begabt aus wie Männerfußball. Aber was ist da interessant ist, ist diese Herzenssache. Dass die nach Abpfiff auch zu den Fans hinkommen, Gespräche suchen, fragen, wer man ist, wo man herkommt. Bei mir ist es zuletzt sogar so passiert, ich habe die Frauennationalmannschaft zum Algarve Cup nach Südportugal begleitet, dass die Spielerinnen nochmal rauskamen und dann auch sagten, hey, du warst doch jetzt bei dem und dem Spiel schon mal da, du bist uns aufgefallen. Dann haben die uns Gebäck rausgebracht, uns auf einen Kaffee eingeladen. Das müssen die nicht machen. Die können aus der Kabine rauskommen, die können sich in den Bus setzen, können in ihr Hotel fahren und können die Nase ganz weit oben tragen. Sie geben sich doch dann eher zugänglich als bei einer Männernationalmannschaft. Ich sage immer wieder, Norbert Dickel möchte mir doch mal einen großen Gefallen erweisen, um diesen Männern zu zeigen, dass Fußball keine Männerdomäne mehr ist. Ein Aufruf starten. Bitte alle weiblichen Personen verlassen für 5 Minuten ihren Platz. Dann könnten die da Samba tanzen. Marco Reus hat wieder nachgesetzt, hat nicht aufgegeben. Was für ein Pass von Robert Lewandowski. Spiel drüber und Schnelle kann den Fuß nicht mehr weit genug rumbekommen. Leider nur das Außennetz. Es bleibt beim 1:0. Zu uns kommen Leute, die teure Sitzplatzkarten haben oder VIP-Karten haben. Und die wollen auf der Südtribüne stehen. Die wollen in die Blöcke 12 und 13 rein, obwohl sie Karten für VIP haben. Aber das geht leider nicht, weil die Tribüne immer voll besetzt ist. Die muss ich dann zurückweisen. Dass sich das Publikum auch durch den Erfolg eben geändert hat, weil jeder Borussia Dortmund erleben möchte. Ja gut, die VIPs, die gibt es ja überall. Die dürfen nur nicht überhand nehmen. Man darf denen auch nicht zu viel bieten. Ich habe letztes Mal einen Kollegen gehabt, der war auch mal auf der VIP-Tribüne. Da gab es Würfel vom Straußenfleisch in Mango-Aprikosensoße. Ich weiß nicht, ob man das im Fußballstadion braucht, auch wenn man VIP ist. Die sollen sie einsperren hinter Glas, da können sie dann ihr Spiel gucken, die frieren dann im Winter nicht, ist schön warm, können zu jeder Spielminute Kaviar schlürfen, Sekt saufen. Ich mag die nicht, obwohl die für den Verein finanziell sehr wertvoll sind, die Leute, das muss man einfach dazu sagen. VIP-Lounge, ja, das sind ja meistens Firmen, die geben dann 10.000 Euro aus für so ein Ding und dann laden die ihre Mitarbeiter oder was mit oder Geschäftsführer und sowas alles ein. Die sind mehr beschäftigt, dass sie 90 Minuten da genug zu essen und zu trinken kriegen, wie das Spiel zu begucken. Also uns kümmert das wenig, also wir gucken da gar nicht hin, uns interessiert das eigentlich gar nicht, was die machen. Und man kennt ja den Ausdruck Sitzplatzkanacken, dann ist es für mich kein Fußball. Mein Fußball ist das, was mein Vater früher gesagt hat, ich komme von der Schicht,
Ich habe nur den Sonntag, weil früher wurde ja auch samstags gearbeitet. Bevor es Mittagessen gibt, geht man auf den Fußballplatz mit den Kindern, trinkt sich ein Bierchen und dann geht man wieder zurück. So, und das ist für mich Fußball. Vorne. Öfter mal drauf schießt, ist die schlimmer da reingehen. In der ersten Halbzeit, der hat 2-0 noch machen müssen. Weil bis erst spannender gewesen, Alter. Was haben die Chancen heute? Chancen, ja, ohne Ende. Wäre das mit deinem 5-0 schon hingekommen? Ja, ich hab gesagt, es hätte ja schon 3-0 stehen müssen. Hier sehen sie eine Hoffnung. Wenn sie ein paar Mal drauf schießen, einmal klappt es. Immer jeder rein. Ich bin schon seit fast 3 Jahren Prostituierte und das weiß jede Prostituierte, dass wenn ein wichtiges Fußballspiel ist, auch auf der Linienstraße, wenn Dortmund spielt natürlich, dass da kein Publikum, kein Schwein herumläuft. Also wenn ich ins Stadion gehe, dann mache ich keine Verluste. Mario Götze ist mein Favorit. Marco Reus, den finde ich auch noch ganz gut. Und Kevin Großkreuz, natürlich, weil er ein Dortmunder Fußballspieler ist und auch schon wie ich auf der Südtribüne stand und für den BVB immer da ist. Borussia Dortmund wechselt in der 62. Spielminute aus. Super geht runter, ne? Spieler mit der Nummer 16, Jaco. Ja, Kuba war heute auch nicht gut. Wir sind neu auf dem Platz mit der 19. Kevin Großkreuz! Kevin, mach es! Er ist ein Junge von der Südtribüne und er ist nach wie vor mit vielen, vielen von der Südtribüne befreundet. Und er bringt natürlich alles das mit, was Dortmunder Fans gerne sehen. Der läuft, bis er nicht mehr kann. Der kämpft, der macht alles. Der ist schon ein Vorbild für viele. Das ist der Junge. Oh. Dortmunder Junge. Dortmunder Jungs. Dortmunder Jungs. Wir sind alles Dortmunder Jungs. Ich traue mir nicht, auf Toilette zu gehen. Das ist es ja. Ja eben, das ist der Hetto von der Hammer. Oder wir gewinnen 2-0 und ich kies wieder nicht mit. Von wegen 1-1 hier brauchen wir jetzt. Kann ich jetzt pinkeln? Jetzt pinkeln? Ja. Ja, ich komm mit. Ich geh mal auf pinkeln. Ich mach mal da 2-0 mal. Ich mach mal eben da 2-0. Jetzt kommt der. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 15 Jahre alt, er spielt auch Fußball. Mein Traum ist, dass mein Sohn auch irgendwann mal bei BVB spielt. Es gab auch andere türkische Spieler, die es geschafft haben. Nuri Sahin ist einer der größten Spieler für mich. Und İlkay Gündoğan. Deswegen bin ich auch ein bisschen stolz darüber, dass die Türken in Dortmund so viel erreicht haben. Wir müssen ja auch mal gewinnen. Geh, Mann! Alter! Lauf, Junge! Lauf!
bisschen stärker. Ja, ja, die bauen sie alle, die bauen sie ja langsam auf. Aber ich glaube nicht, dass wir das 1-0 gewinnen. Sie meinen, sie schießen noch ein Tor. Da ist er! Oh! So mit letzter Entschlossenheit ist das auch nicht. Ne? Ja, aber wir machen halt noch einen. Ich habe das Gefühl. Hab ich, also das Gefühl habe ich irgendwie gar nicht. Erster 1-0, 90. 1-1. Nein. Lass auch sie, macht es zu sagen. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Du. Wahnsinnig, sag mal. Ich weiß gar nicht. Es kommt mir bald so vor, als ob die im Schatten nicht spielen können. Knapp vorbei, ist Gott sei Dank vorbei. Wir wollen euch siegen sehen! Unser BVB! Alle, 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 kriegen wir jetzt? Boah, 5-0 Leverkusen. 5-0. 5-0 gegen den Hoffenheimer. 5-0 in Bayern. Das stimmt, da war ein sehr schöner Angriff, den muss man abschließen. Oh, Scheiße. Ah. So, jetzt werde ich langsam abergläubisch. Das hat mir meine Freundin geschenkt und das hat sie mir auch geschenkt. Dass sie mich beschützt und meinen Verein. Die bleiben jetzt. Immer und dabei. Den Schal festhalten. 2-0. In der 86. Spielminute wechselt Borussia Dortmund aus. Vom Feld geht unser Spieler mit der Nummer 11, Marco. Neu dafür auf dem Platz mit der Nummer 7, Moritz. Ich gehe jetzt nur mal auf Toilette, ich komme aber wieder. Ja, ich geh nur auf Toilette, ich komme dann wieder. Also, es soll nicht heißen, dass ich wieder abbaue und dann fange ich durch. Gott sei Dank. Oh. Ute,
schon zu viel beschwert. Ja. Da jetzt kriegt Wettklau die Gelbe. Für unanständiges Benehmen, glaube ich. Komm, Leute, alle Feuchte da oben, komm! Alle Feuchte, komm, Leute! Tribüne, diese tolle Wand. Wenn ich das selber sehe und denke dann, du stehst da mittendrin, da fühle ich mich sowas von sicher. Da erlebe ich Fußball. Da ist die Leidenschaft. Da kann ich ich sein. Oh, nein. Ich liebe den Fußball. Ich liebe vor allen Dingen meinen Verein. Und solange ich die Kraft und das Stehvermögen habe, werde ich dort stehen. Auf der Süd.